So, jetzt kriege ich auch, glaube ich, keine Strafe mehr wegen den ganzen Verwarnungen. So, der Zug ist auch abgefahren. Ich fahre das Rennen jetzt noch zu Ende. Ich hoffe, euch hat es schon mal gefallen. Heute kann eigentlich auch schon vorne vom Gas gehen. Und das Ding nur noch nach Hause fahren. Wenn er möchte. Ich bin gewundert, dass ich hier keinen Reifenplatzer bekommen. Na, die werden noch mal knallig rot werden. Ich hoffe, für euch ein recht unterhaltsames Rennen. Vor allem am Anfang zum Ende eigentlich nicht mehr rum. Ausgeschieden sind doch Felipe Massa, Vitaly Petrov, Lewis Hamilton, Fernando Alonso und Mark Webber. Also nur große Namen sind ausgefallen. Felipe Massa 84, kann schon keine Zahlen mehr lesen heute. Wir sehen uns, wenn es wieder heißt Let's Play Formel 1 2011. Fünf Sänger. Oh, das könnte interessant werden. Im Training leicht bewölkt, Qualifying leicht bewölkt und das Rennen findet unter leichten Regenvoraussetzungen statt. Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Stellt euch auf gute Mittelfeldkämpfe ein. Oh, da war mein DRS offen, warum auch immer. Besonders weil ich nicht besonders gut schnelle Kurven kann, wie ihr das, glaube ich, in Silverstone schon gemerkt habt. Ja, Lieblingsrennen eigentlich nicht, wenn ich sie selber fahren muss, aber mein Lieblingsrennen beim Fernsehen, weil der immer am meisten passiert. Weil das sieht mir doch noch ein bisschen nach Regen aus. Auch wenn das Stand 0%. Ich traue dem Braten einfach nicht. Deswegen sofort raus. Oh! Also vorhin in der Probe konnte ich da immer schön Vollgas durch. Immer noch Sechster oder besser. Aber nicht heute. Aber nicht heute. Boah, ich war hier sehr, sehr eng an die Wand entlang. Bis jetzt noch gut. Aber nur bis jetzt. Das wird sich jetzt gleich ändern. Gleich werde ich wieder durchgereicht. Gnadenlos. So, jetzt muss ich raus. Ja, noch 3 Minuten. Und ich bin Achter. Was wundert mich eigentlich? Volle Lenkeinschläge. Von mir gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das Lenkrad muss gerade leiden. Ich komme! Qualifying 3! Hätte ich echt nicht gedacht. Ich glaube, ich werde mit Hard Sky. Hoppala, Headset runtergefallen. Ich bin echt gespannt, wie der Skat ablaufen wird. Ich habe. Ja, mein schweres Auto. Ich kenne die Bremspunkte nicht und es ist nass. Also drei Faktoren, hier abzufliegen. Und zwar richtig abzufliegen. Also das wird echt kein leichtes Rennen hier. Das wird ein Horrorrennen. Auf gut Deutsch gesagt. Puh, und es kann natürlich auch nur sein, dass es Stärke anfängt zu regnen. Also stellt euch auf ein schönes Rennen ein. So. Und ich bin ziemlich gut hier gerade. Reifen bleibt wieder. Und hier seht ihr, hier verliere ich so viel Zeit. Das ist nicht normal. Wie stark hier die KI ist. Ich sehe nichts. Wo ist der scheiß Bremspunkt? Ich habe euch eigentlich Mittelfeldkämpfe versprochen, aber ich fahre hier vorne gut mit. Mach schneller, dein Hintermann holt dich ab.
Ja, bleib cool. Und ich verbremse mich schon wieder. Alter. Ja, jetzt bin ich einfach mal neugierig. Oh, nee, Vettel führt das Rennen an. Nein! Oh, muss ich ja Schadensbegrenzung auch noch betreiben? Oh, nein, 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 nein. Dann muss ich mich mal wieder ein bisschen zusammenreißen hier. Oh! Oh, nicht abgeflogen. Und 7,6 Sekunden Vorsprung auf Button. Ja, das läuft eigentlich perfekt eigentlich. Besser hätte ich eigentlich das Drehbuch nicht schreiben können hier. Ich muss das mal heranfahren, Kollege. Von mir aus jetzt weiter regnen können. Weil jetzt verliere ich deutlich mit diesen Reifen. Ja, muss ich. Ich muss. Ah, wieder zu weit draußen. Das kostet. Das ist jetzt ätzend hier. Diese Übergänge von. Die kosten wirklich Zeit. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das wird ein schöner Spaß jetzt werden. Die ersten Runden hier. Oh, du hast leicht reden da. Alter, der fährt im vierten Gang um die Kurve, ey. Und kommt da perfekt rum. Und ich quäle mir hier ein, ich quäle mir hier ein ab. So langsam habe ich die Kurve raus. Wenn man hinter einem herfährt, dann klappt das irgendwie, warum auch immer. Ah! Und, oh! Was für ein Kampf hier! Boah! Boah, Berührung! Oh! Haben aber nicht berührt, aber unglaublich viel Zeit verloren. Hey, die Tür mache ich zu. So, gleiches Spiel wie vorhin einmal. Oh! Nein! Oh, ich bin gezwungen, noch eine Runde zu fahren. Oh, nein! Nein, jetzt kriege ich auch noch eine Strafe. Nein! Oh! Wegen mehrmals abgekürzt, ich habe wohl zu viel abgekürzt. Boah! Ey, noch schlimmer hätte ich nicht laufen können. Oh, ich würde eigentlich in die Boxengasse, aber ich habe mich so sehr verbremst. Sehr guter Stopp. Danke, danke, danke. Ist klar, das guck ich mir nochmal an. Ja, ist klar. Ja, danke, 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 danke. Ey, noch schlimmer hätte ich nicht laufen können. So, erste Strafe absitzen. Oh, und das kostet Zeit und Plätze. Die Plätze ist das viel Schlimmere. So, eine Masse habe ich jetzt dafür abgeschossen. Und die letzte Strafe. Was? So, der Heilfall ist. Ne, der Marc Webber ist ausgeschieden. Jawohl, ja. Alonso führt bedeutet, fette, Boxengasse. Oh, ich sehe da ein paar Chancen noch. Trotz zweier Strafen.
Rein DRS, wo ist denn die scheiß DRS? Messpunkt, ey. Nach der Stadt ins Ziel oder was? Oder nach der ersten Kurve? Wie kann denn ein Auto mehr verbrauchen, wenn es leichter wird? Das ist für mich irgendwo auch nicht verständlich hier bei diesem Spiel. Wow! So! Dann habe ich genauso ausgetrickst wie den Button. Auch zweimal. Kann ja nur Alonso sein. Bei dem Mast habe ich herausgekegelt. Reicht's, reicht's. Ja, es reicht. Und es regnet echt jetzt noch. Oh. So, kriegt das gleiche Manöver wie immer. Nein! Scheiße, da habe ich den Platz jetzt echt... Oh! Das finde ich echt schlecht programmiert, ja. Ich merke deutlich den Leistungsabfall und die können weiterhin pushen, oder was? Ganz normal, als wenn nichts wäre. Ich hoffe, das verbessern die ein bisschen in F1 2012. Boah. Ja, komm, eine Strafe möchte ich jetzt nicht nochmal haben. Das gibt es doch echt nicht. Welchen Regenreifen? Alter, ich komme ja gar nicht mal um die Kurve. Was macht denn das? Reduziert den Motorverschleiß um 5%. Ja gut. Das ist jetzt eigentlich nicht so ganz wichtig, den Motorverschleiß. Da hätte ich mir lieber was anderes gewünscht. Irgendwas Aerodynamisches am Wagen ist viel wichtiger. Mit einer 1.22.8, ja. So, hier bremse ich mal noch später. Und das war schon zu spät. Also 150er Schild ist schon zu spät. Also irgendwo dazwischen muss ich bremsen. Wir springen gleich ins Training 2 über. Da soll es regnen, okay. Und der DRS-Knopf am Lenkrad ist auch schon halb kaputt. Also stellt euch hier nicht drauf ein, dass es wieder so leicht wird. Wie ich das hier gerade sage, dass ich hier ganz leicht auf Pol fahre. Für diese Doppelrechtskurve, kleiner Fröpshänger. War das DRS jetzt offen? Nein, also... Oh, das könnte schon problematisch werden, wenn ich da nicht mit allzu viel Vollgas durchfahren kann. Und gut, mit Hart werde ich glaube ich auch nicht ins Q2 kommen. Obwohl, wen muss ich hinter mir halten? Das ist mein Teamkollegen mindestens. Oh. Zum Glück regnet es nicht, dann wäre es noch schlimmer. Da es nicht regnet, bin ich optimistisch. Obwohl im Regen ist, was mal eigentlich meine große Stärke. Jetzt widerspreche ich mich ein bisschen selber. Ach, apropos Team und Tennis Player können wir ja mal kurz ansprechen. Ich führe 5:0 nur so nebenbei. Oh, das war auch schon heikel. Also heißt es zittern. Also Button ist auch langsamer als ich. Also ich bin im McLaren Sandwich. Also ich will natürlich die besten Streckenverhältnisse haben. Wie man ja so in meiner Fachsprache sagt. Also hier, man wartet am längsten. Okay, den Fehler sollte ich eigentlich nicht machen. Mit den Reifen gleich mal schmutzig machen. Ich will die nur auf Temperatur kriegen. So, jetzt aber. Jetzt will ich es aber wissen hier. Also das nennt man jetzt mal Spritsparen in der Formel 1. Das gibt es in echt ja eigentlich gar nicht. Aber es geht echt. Ah, ich find's auch mal. Komm, wir fahren mal gemütlich durch Monster. Ja, was soll's. Zeig uns den Vettelfinger doch mal. Und da würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, dass meine Festplatte noch groß genug ist. Deswegen reden wir nicht lange um den heißen Brei. Wir gehen ins Rennen. Rechts kommt einer vor mir, den muss ich Platz lassen. Oh, der Fernando Alonso ist da richtig gut reingefahren. Hinter mir fliegen Teile, der Massa hat sein Frontflügel verloren. Neben mir ist Sebastian Vettel jetzt. So, zu viert in dieser engen Kurve, das passt nicht.
Ich hab jetzt vor, innen reinzuskechen. Ich bin froh, dass ich an ihm dranbleiben kann. Ach komm schon, Hamilton, gib doch ein bisschen mehr Gas. Und ich begrüße ihn schon mal, den Fernando. Oh! Button ist die schnellste Runde gefahren. Boah, jetzt, ey, das ist hier ein richtiger Kampf. Ja, der Einzige, der man sich darüber freut, über die Kämpfe hier, das ist der Mark Webber da vorne. Und ich bleibe immer noch vorne. Oh, passiert da. Und da haben sich die zwei McLaren berührt. Aber das war doch mal richtig geil, oder? Oh, oh. Verdammt ich. Und da sind wir alle wieder zusammen. Ja, hallo Familie. Boah, was geht denn hier ab? So, Vettel hat wieder einen Platz verloren gegen Alonso und ich bin immer noch Zweiter. Also hier hinten, die da, die haben sich da echt lieb. Und das könnte jetzt ein Problem werden hier, weil ich möchte gerne rein. Und die Reifen sind noch nicht warm. Boah, ich hasse kalte Reifen. So, das war wieder der ultimative Flapsänger. Und da war Rosberg neben der Strecke. Willst du mich jetzt echt verarschen, Spiel? Das kannst du ja echt nicht sein. Dafür geben die mir eine Strafe, nur weil ich den, weil der raus ist. Ey, geht's noch? Das lass ich mit mir aber nicht machen, ey. Ihr könnt gerne über diese Strafe diskutieren, da habe ich kein Problem mit. Findet ihr die berechtigt oder findet ihr die unberechtigt? Also ich fand sie definitiv unberechtigt. Und da ist einer ganz langsam, das ist Fernando Alonso. Ein ganz langsamer Fernando Alonso fährt links vorbei und muss das Rennen beenden. Ja, genau, D'Ambrosio, steh mir im Weg. Ho! Jetzt werden sich manche fragen, hä, warum hast du den nicht überholt? Werdet ihr gleich sehen, warum. Damit ich das DRS habe und dann die Locker überholen kann. Ja, ja, die sollten immer mich einfach vorbeilassen, was sie aber meistens nicht machen. Boah, was für ein Kampf. Auge um Auge, Zahn um Zahn hier. Oh, 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 oh. Da haben wir uns berührt, Vettel im Kies. Sorry, Vettel. Also, ihr könnt euch echt auf den Kampf bis zum Ende gegen Sebastian Vettel einstellen. Mein Angriff kommt. Oh, oh, oh. Da bin ich ein fairer Sportsmann und lasse Vettel wieder vorbei. Kommt schon, hopp. Schneller! Das hat mir zu lange. 5,6 habe ich jetzt schon verloren in der Boxengasse. Oh Gott. Oh, nicht schon wieder zu. Oh, ich verliere aber. Oh, ich bremse jetzt viel zu spät. Oh nein. Was mache ich denn jetzt eigentlich hier? Ma! Ist der Wurm komplett drin? Und die Fahrfehler kann ich immer so auf Fraps schieben. Die sind, Eigenverschuldet. Oh. Und das kostet Zeit. Warum kannst du nicht zur Seite fahren, D'Ambrosio? Oh. Oh, ich muss dranbleiben. Und Fraps-Hänger kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das Auto hinter dir hat einen leicht beschädigten. Alter, was hat der für eine Beschleunigung, Alter? Der zieht mir weg! Der zieht mir weg! Boah! Also langsam muss ich mit den Verwandlungen hier sogar noch aufpassen. Nein! Ich bin aus dem DRS-Fenster raus! Oh, dann hat sich das erledigt. Da will er hier um die.
Der ist doch auf weichen Reifen, sehe ich jetzt gerade erst. Ja, dann ist es kein Wunder, warum ich ihn nicht folgen kann. Nein! Das war die schnellste Rennrunde. Weiter so. Und ich habe irgendeine Strafe jetzt bekommen. Ja, wegen mehrmals abkürzen. Stewards haben eine Durchfahrtsstrafe wegen wiederholten Abkürzen gegen dich verhängt. So, Vettel, damit verabschiede ich mich. Der zweite Platz gehört dir. Da ich jetzt einmal durch die Boxengasse fahren muss. Hinter Schumacher, oh, das ist bitter. Das ist richtig bitter. Du liegst ganz knapp vor Edward. Du musst mehr pushen. Hab ich vor. Boah, Fraps. Und ist das der Schumacher? Ja, das ist der Schumacher, okay. Keine Strafe? Nein! Ja, Fünfter! Puh! Puh! Was für ein Rennen!